Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG 2018-1. Besprechen möchte ich heute die Aufgabe Nummer 2. Und bei der Aufgabe Nummer 2 male ich mir schnell auch meine Skizze kurz auf. Da geht es um einen elliptischen Querschnitt. Mal hoffen, ob mir da hier auch einigermaßen gelingt, weil er aus wie ein Osterei. Wow. Und dieser Querschnitt, genau genommen dieser hier, soll als eine Art Rohrquerschnitt ausgearbeitet sein. Die elliptischen Achsen, die liegen dann praktisch immer hier so da drin, mit ihren Haupt- und Minimalwerten. Und wir wissen, dass diese Längsausdehnung hier einen Durchmesser von 80 hat. Mal es kurz ab. Dieser hier eine Ausdehnung von Durchmesser 40.